sagst immer, zwei Köpfe denken besser als einer. Aha. Ich habe verstanden, was du meinst. Zwei verschiedene denken besser als einer. Oder als vier gleiche Köpfe. Wenn wir wieder im Palast sind, könntest du dann den Zauberspruch rückgängig machen? Das wäre so schön. Früher wart ihr vier, nun bist du wieder eine hier. Hat's funktioniert? Ich bin so froh. Ich höre nur noch mich. Vielen Dank für eure Hilfe, den Zauber rückgängig zu machen. Ohne euch wäre es mir nicht geglückt. Gerne. Manchmal braucht es andere Sichtweisen und verschiedene Ideen. Benny, warst du etwa heute beim Friseur? Nein, heute nicht. Wieso denn? Wow! Die stehen richtig ab. Kann ich auch mal reinschauen, bitte? Barbie, woher kommt das? Ich weiß es nicht. Aber diese statische Aufladung passiert nicht einfach so. Sie wird wohl irgendwo erzeugt. Was soll das? Oh, wie sollen wir so tanzen? Euer Haarproblem lösen Herberto und Hazel. Und Chelsea und ich finden heraus, was hier vor sich geht. Okay, beeilt euch! Wow, Prinzessinnen, wartet auf mich! Irgendwoher muss diese Aufladung kommen. Dafür muss es doch einen speziellen Grund geben. Keine Sorge, Chelsea, die Party findet natürlich statt. Versuchen wir es noch einmal mit dem richtigen Zauber. Ihr Zauberwesen, hört uns zu. Verwandelt den Tag in die Nacht im Nu. Oh. Wow, das ist wunderschön. Die Glitzerbälle sind auch wieder die alten. Das ist die Krönung von Magie. Hallo, Barbie! Schön, dass ihr da seid. Seht nur! Wow! Wir dekorieren alles für eine Disco-Tanzparty. Und jeder aus dem Zauberhaarwald wird dabei sein. Und ich werde mir auch die Haare besonders schön dafür föhnen lassen. Ich mir auch, sobald ich den Luftballon hier aufgehängt habe. Tut mir leid, Haselocke. Er klickt fest!